Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen im 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Heute bei uns. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 5050. Erste Anruferin ist die Marianne und Marianne ist 75 Jahre alt. Hallo Marianne. Hallo Domian. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Könntest du bitte deinen Fernseher, den Ton ganz wegschalten? Ganz weg. Ja. Ja, das ist weg. Das wäre sehr gut. Ja. Was ist dein Thema, Marianne? Ja, mein Thema. Ich sagte schon deinen Mitarbeitern, ich bin 75, ja, bin Witwe, ja, und lebe in einer festen Beziehung, mhm, aber nicht verheiratet. Mhm. Und wie lange schon in dieser festen Beziehung? 4 Jahre. 4 Jahre. Mhm. Ja. Und habe jetzt noch einen Mann kennengelernt. Mhm. Der ist 34 Jahre jünger als ich. Der andere ist 33 Jahre jünger als ich. Ach so, der Mann, mit dem du in der festen Beziehung bist, ist 33 Jahre jünger als ich. 33 Jahre jünger als du? Ja. Und der Neue ist 34 Jahre jünger als du? Ja. Also noch... Aber es sind beide gut aussehende Männer. Ja. Nicht, dass du glaubst, die müssten sich verstecken. Nein. Weil sie eine Freundin von 75 haben. Um Gottes Willen, nein, das habe ich gar nicht gedacht. Ja. Ich finde es ungewöhnlich, aber durchaus in Ordnung, wenn ihr euch so versteht. So, das Problem ist aber nicht der Altersunterschied, sondern das Problem ist, dass du deinem eigentlichen Freund jetzt fremd gehst, oder wie? Ja. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Lebst du denn mit deinem festen Partner in einer Wohnung zusammen? Nein. Das nicht. Mhm. Nein, der hat seine Wohnung und nicht am gleichen Ort wie ich. Ach so, sehr praktisch. Das heißt, wie oft seht ihr euch ungefähr? Ja, das kommt ganz drauf an, wie er Zeit hat. Der ist Arzt. Aha. Und hat halt nicht so viel Zeit. Ja. Und da habe ich mich halt ein bisschen vernachlässigt gefühlt. Ah ja. Ja. Wie hast du denn jetzt diesen neuen Freund kennengelernt und wo? Der ist aus dem gleichen Beruf. Auch ein Arzt? Ja. Hast du es mit den Ärzten? Scheint so. Hast du die kennengelernt bei einer Behandlung? Den festen Freund, ja. Ach. Was? Der hat mich operiert. Der hat dich operiert? Ja. Was hat er operiert? Ich habe ein neues Hüftgelenk. Und das war der Chirurg? Ja. Und das hat's gleich geschnackelt zwischen euch beiden? Ja, so ungefähr, ja. So, und der Neue ist auch Arzt, den hast du aber nicht während einer Behandlung kennengelernt? Nein. Nur nein, so? Der wohnt auch nicht, der wohnt etwas weiter weg. Ja, und wie hast du ihn kennengelernt? Durch Zufall. Auf der Straße, oder? Ja, nein. Ich habe ihn zwar im Krankenhaus kennengelernt, ja, aber da war er privat, nicht als Arzt. Ach so. Ja, und da haben wir uns gesehen, da hat er mich eingeladen zu einer Tasse Kaffee. Mhm. Und naja. Und so hat's. Und dann habe ich ihn eingeladen zu einer Tasse Kaffee. Und so weiter, ne? Und so weiter, also, ja. Wie lange läuft das jetzt schon mit dem Neuen? 3 Monate. 3 Monate. Würdest du sagen, dass du in den verliebt bist? Also bei dem zweiten dreht sich normalerweise nur um 6. Mhm. Der zweite ist jetzt, sage ich nochmal, der ist 41 dann, ne? Der ist 71, ja. Der ist 41 Jahre alt und du bist 75 Jahre alt. Ja. Und bei dem, da dreht es sich nur um 6, bei dieser neuen Geschichte. Ja. Ja. Von beiden Seiten aus. Ja. Also verliebt sein kann man das nicht nennen. Bitte? Ich sag, verliebt sein kann man das nicht nennen. Natürlich, Sympathie muss ja dabei sein. Mhm, schon. Ist ja ganz klar. Ja. Er ist verheiratet und das ist mir ganz recht so. Ach so, dann hast du nicht, dann das hält ihn dir ein bisschen vom Hals. Ja. Ich möchte niemanden in der Wohnung haben. Ich verstehe. Ja. Du lachst. Ja, das finde ich lustig. Ich will niemanden in der Wohnung haben. Ja. Hast du schlechtes Gewissen deinem festen Freund gegenüber? Auch eigentlich nicht. Auch nicht? Ach so. Nee.
Also von dem einen 2/3, von dem anderen 1/3, das wäre der perfekte Mann. Das wäre der perfekte Mann. Den würdest du vielleicht sogar ins Haus lassen. So ein Mischwesen. So immer? Nee, immer nicht. Immer auch nicht. Ja. Nee. Ja. Ich nenne ihn mal deinen Hauptfreund, mit dem du 4 Jahre zusammen bist. Ja. Geht der davon aus, dass du absolut treu bist und dass ihr beide ein Paar seid und da ist sonst weiter nichts? Ja, das denke ich schon, ja. Ich weiß aber auch nicht, ob er treu ist. Ne, also. Hältst du es für möglich, dass er ab und zu auch mal was anderes am Laufen hat? Ja. Manches Mal schon, dass er gesagt hat, er hat keine Zeit und ich wusste, dass er normalerweise doch Zeit gehabt hätte. Ach so. Ne. Würde dir das was ausmachen, wenn er dir das erzählen würde? Ich glaube schon, ja. Das schon. Also ich will darauf hinaus. Also er weiß ja von dem Zweiten nichts, aber der Zweite weiß, dass es den Ersten gibt. Ach so, das weiß der. Ja. Das weiß der, ja. Ich meine, ihr könntet euch ja auch so einigen, du und dein Hauptfreund, dass ihr irgendwie so eine eher lockere Beziehung habt, wo der eine oder die andere auch mal irgendwie so ein paar Seitenwege begehen könnte. Aber das ist nicht möglich, oder? Nee, glaube ich nicht. Nee, ich glaube nicht, dass er damit einverstanden wäre. Wie soll es denn nun weitergehen? Ja, ich weiß es nicht. Mir gefällt die Situation im Moment ganz gut. Ach so. Marianne, du bist aber drauf. Mann. Ja, du lachst. Das finde ich aber absolut abgefahren, mit 75 Jahren noch so interessiert zu sein und so, sich so... Ja, dessen ungeachtet, ich sehe nicht aus wie 75. Bin ich von überzeugt. Ich halte sehr viel von Pflege. Ja. Ist ja klar. Ja, ne? Ich würde dich wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt sehen würde, vielleicht so auf Ende 50, Anfang 60 schätzen, oder? Ja, das werde ich im Durchschnitt geschätzt. Ja. Ja, ich sehe ja immer deine Sendung. Ja. Und ich nehme an, dass du das nicht so für gut findest. Im Prinzip nicht. Im Prinzip nicht, aber ich bin jetzt ein bisschen lockerer, weil du meinst, er, also dein Hauptfreund ist auch nicht so, vielleicht nicht so ganz treu. Ja. Und du hast deinen Spaß im Moment und du genießt es in vollen Zügen. Wie ist denn das mit dem Gefühl zu dem Hauptfreund? Würdest du über den schon sagen, dass du ihn sehr liebst? Ja. Das schon? Ja. Ja. Und wenn er das rausbekäme, dass du mit einem anderen und so weiter, das würde ihn schon sehr verletzen? Ja, das glaube ich schon. Ja. Ja, ich, also, wenn er, handwerklich kann er gar nichts. Mhm. Und wenn ich schon irgendetwas hatte zu machen und da sagt er, ich schicke dir jemand. Mhm. Ja, habe ich gesagt, aber nicht schön das, dass du mir jemand schickst, der dich vertreten soll. Aha. Da lacht er. Aha. Ja. Hast du denn noch guten Sex mit deinem Hauptfreund? Ja. Das auch noch? Ja. Aber mit dem Neuen ist es auch sehr toll. Und vor allen Dingen, er ist öfter da, weil der Hauptfreund... Nee, der kommt nur einmal die Woche. Ach so. Ja. Ja. Aber der Hauptfreund vernachlässigt dich auch ein bisschen, ne? Hast du gerade gesagt. Ja. Daher kommt das, ja. Und wenn du ihm das mal einfach so sagen würdest, hier, pass mal auf, das ist mir zu wenig. Ach ja, das hat er schon gemerkt. Aber da kommt er mal 2-3 Tage hintereinander. Ja. Und dann wird es wieder weniger. Ach so. Ja. Hat Marianne sich gedacht, lade ich mir einen anderen an. Ja. So. Ich bin ganz unentschlossen, was ich dir sagen soll. Ich will jetzt nicht mit der so ganz streng moralisch daran gehen, weil ich einfach toll finde, dass du das so schön genießen kannst. Ja, normalerweise heißt es ja immer bei den Frauen, im gewissen Alter hört der Sex auf. Genau. Kann ich nicht verstehen. Nee, bei dir ist es geradezu andersrum. Das ist, dass das Interesse auf jeden Fall sehr groß ist, dass es nicht abnimmt. Also, als ich noch verheiratet war, und mein Mann, der war auch nicht treu. Und der hatte immer jüngere Freundinnen. Und schönen Tags kam ich darauf, was der kann ich ja auch. Ja. Darf ich dich mal fragen, es würde mich einfach interessieren, was du früher beruflich gemacht hast? Ich bin Schneiderin von Beruf. Schneiderin von Beruf? Ja. Ja, Mensch, was machen wir jetzt? Wenn ich dir jetzt sagen würde, pass mal auf, Marianne, lass mal die Finger von dem neuen Kerl. Ja, kann ich mir vorstellen, dass du das sagen würdest. Dann sage ich das mal jetzt, weil ich das auch eigentlich sagen muss, dass du das tun solltest. Aber mein Herz hat eine große Sympathie für dich, muss ich sagen.
Und irgendwie muss man auch mal irgendwann mal 5 Grad sein lassen. Ja. Und in dem Fall wollen wir mal 5 Grad sein lassen. Ich bin auch nicht, nicht, dass ich mollig wäre, dass die Männer was Molliges lieben. Ja. Ich bin 1,71 und habe 70 Kilo. Ja. Ja, ist doch okay. Finde ich auch, ja. Ja, ist wirklich okay. Ist wirklich okay. Mhm. Mhm. Da der andere verheiratet ist, besteht auch gar nicht die Gefahr, also der Neue meine ich jetzt, besteht gar nicht die Gefahr, dass der sich vielleicht noch mehr in dich oder sehr in dich verlieben könnte oder so? Nee. Es ist halt so, dass er hat 4 Kinder. Ja. Er würde nie von seinen Kindern weggehen. Ja. Das ist vollkommen unmöglich, wollte ich auch gar nicht. Ja. Und du hast... Und ich habe auch Kinder, die sind ja alle aus dem Haus, ist ja logisch. Die wissen das alle. Ja. Und die haben da kein Problem damit. Und da hast du gedacht, jetzt rufst du mal den Domian an und erzähl dem das mal. Ja. Mal gucken, was der so sagt. Ja, ja. Ich wusste im Vorhinein, dass du sagst, lass den Zweiten fahren. Ja. Ja, das war mir klar. Ja, aber du hast auch gemerkt, was ich noch so durch die Blume gerade gesagt habe, ne? Ja. Also, genieß dein Leben, Marianne. Mit 75, also ich habe zwar vor, noch 20 Jahre zu leben. Ja, natürlich. Das will ich auch hoffen. Aber die 20 Jahre sollen auch noch volle Kanne gut gelebt werden. Ne? Ja, ja, ja. So, ich glaube, wir beide sind uns einig und haben uns verstanden. Ja. Ne? Ohne jetzt noch näher darauf einzugehen. Nee, nicht nötig. Ich wollte es dir nur mal erzählen. Ich finde, du bist eine super tolle Frau. Danke. Eine super tolle Frau. Ich finde, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast, dass du durchgekommen bist und dass wir uns zumindest so akustisch haben kennenlernen können. Ja. Und wünsche dir weiterhin viel Glück und ein schönes und langes Leben noch. Recht schönen Dank, Domian. Alles Liebe, Marianne. Okay, tschüss. Na, das war doch eine tolle Anruferin. Marianne, 75 Jahre war das. Jetzt schreib bitte keine Mails oder Briefe nach dem Motto, du bist sonst immer so streng, mit Marianne bist du nicht so streng. Ja, ich weiß, mit Marianne nicht so streng und ich habe es ja auch so ein bisschen so zwischen den Zeilen auch begründet, warum. Frank ist hier, Frank ist 30 Jahre. Hallo Frank. Hallo Frank. Ja, hallo. Ja, guten Morgen. Ja, ich habe ein sehr großes Problem. Ja. Ich habe meine Beziehung dadurch zerstört, weil ich aggressiv bin. Mhm. Ja. Was bedeutet das? Du bist aggressiv? Ja, ich raste sehr schnell aus. Wenn mir einer jetzt, sag ich mal, irgendwie was sagt und ich verstehe das jetzt, sag ich mal, falsch, dann explodiere ich. Weil ich meine, ich wäre immer in Recht. Ja, was bedeutet explodieren? Heißt explodieren einfach, du schimpfst drauf los? Ja, ich schimpfe dann drauf los und will das aber nicht einsehen, dass derjenige aber Recht hatte. Ich will immer so mein Recht haben. Und dich ärgert es auch, wenn ein anderer dann doch recht hat und du dich vorher vertan hast und bist umso wütender. Ja. Wirst du auch handgreiflich? Ja. Ach, das wirst du auch? Das habe ich dreimal, habe ich das bei meiner Ex-Freundin, habe ich das gehabt, was mir auch sehr leid tut. Du warst mit deiner Ex-Freundin wie lange zusammen? Ich war 14 Monate mit meiner Ex-Freundin. 14 Monate und hast sie dreimal geschlagen? Ich habe sie, ja, was heißt geschlagen? Ich habe sie grob an der Arme angefasst, ich habe sie an der Seite geschubst. Ja. Und hat sie sich verletzt dabei? Sie hat sich einmal dabei verletzt, wie ich das letzte Mal einen Türrahmen so geschubst hatte. Mhm. Und bist du auch anderen Leuten gegenüber handgreiflich bisweilen? Männern gegenüber? Gegen anderen bin ich nicht handgreiflich geworden. Ah, nur gegen Frauen bisher. Jetzt eben bei meiner Ex-Freundin bin ich handgreiflich geworden dreimal. Bei dieser... Du bist ja schon 30 Jahre alt. Ich bin 30. Das heißt, da sind vorher auch schon andere Frauenbeziehungen wahrscheinlich gelaufen. Gab es da auch schon solche Vorfälle? Ja, dass man sich gestritten hat und ja, da wurde ich auch schon, sag ich mal, ja, laut aggressiv bei. Hast du den Eindruck, dass das, je älter du wirst, dass das desto schlimmer wird? Es kommt immer darauf an, wie gerade, sag ich mal, die Lage auch, sag ich mal, kommt. Mhm. Wie man sich, sag ich mal, streitet. Ja, also keine besonders zunehmende Tendenz, aber dir ist das durchaus bewusst und deshalb hat deine Ex-Freundin dich verlassen? Habe ich das richtig verstanden? Ja, so mehr oder weniger hat sie mich deswegen verlassen. Ja. War das so ein Punkt, wo du dachtest, Mensch, da ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung? Ja, ich habe mir... Dass sie dich verlassen hat, meine ich? Ja, ich habe mir Gedanken darüber gemacht,
ist klar, eine Frau, die möchte ja auch nicht, sag ich mal, mit einem Mann so zusammenleben, wie man eben ist. Es sind aber immer Sachen, die du dann tust im nüchternen Zustand. Du bist nicht alkoholisiert. Wo ich sie mal grob angefasst habe, war ich zweimal alkoholisiert. Hast du dich danach entschuldigt bei der Frau? Ich habe mich entschuldigt, wie so ein kleines Kind eben. Ja. Habe ich mich entschuldigt und ja, um Verzeihung gebeten und ja. Aber es hat nichts genutzt und sie hat dann irgendwann gesagt, keinen Bock. Frank, vielleicht sollte dir das wirklich eine dicke, fette Lehre sein, dass die Frau dich verlassen hat. Ja. Und ich merke ja schon, auch aufgrund der Tatsache, dass du dich ja bei uns gemeldet hast, dass das ein Problem für dich ist, dass du darüber nachdenkst. Ja. Ich denke darüber sehr nach. Dass es Situationen gibt, wo du dich selbst nicht im Griff hast. Weil ich ja die Frau eben immer noch, auch wenn wir, sag ich mal, nicht mehr zusammen sind, aber meine Gedanken ist sie immer noch und ich liebe sie immer noch sehr. Mhm. Siehst du denn da in irgendeiner Weise eine Chance, dass ich das vielleicht nochmal annähern könnte? Ich weiß es nicht. Sie macht mir keine Andeutungen, dass es nochmal irgendwie was wird mit uns. Du müsstest was in die Waagschale werfen. Ich denke mal, dass der Zug, sag ich mal, für mich abgefahren ist. Na gut, vielleicht ist das so. Aber damit so etwas nicht wieder vorkommt, solltest du daraus jetzt lernen und etwas unternehmen. Ja, unternehmen tue ich ja was. Was tust du denn? Ich mache eine Therapie. Machst du schon? Mhm. Aber nicht so zufrieden damit? Doch, ich bin zufrieden damit. Seit wann bist du in der Therapie? Ich bin jetzt, dreimal war ich jetzt da. Ach so. Mhm. Jetzt muss ich morgen wieder dahin. Ja, warum hast du mich dann angerufen? Ja, um eben mit dir darüber zu reden. Vielleicht hast du noch irgendwie einen Rat, was ich machen könnte. Also ich finde, dass du schon ziemlich viel jetzt machst. Du hast dir das Problem bewusst gemacht, was viele Menschen sich nicht bewusst machen, die so ticken wie du. Und du hast sogar dich auf eine Therapie eingelassen, wenn du auch erst dreimal da warst. Da kann auch noch nicht viel rumkommen bei dreimal. Kann ich dich nur ermutigen, mach das weiter so. Und wenn du kein gutes Gefühl zu deinem Therapeuten hast, dass du den nicht ernst nimmst, ist das ein Mann oder eine Frau? Ist ein Mann. Dass du den nicht ernst nimmst oder dass der dir irgendwie die Ohren zulabert oder weiß ich was, dann geh und such dir einen neuen. Aber mach weiterhin etwas. Ja, das mache ich ja auch. Ja. Weil das ist die beste Chance, das rauszukriegen, was da mit dir los ist und auch vor allen Dingen auch Strategien zu entwickeln für dich, dass du dich ordentlich im Griff hast und nicht so ausrastest. Natürlich. Mehr könnte ich dir auch gar nicht sagen. Weil es ist ja auch so teilweise, wenn sie mir irgendwie was gesagt hat, dann habe ich erst ja gesagt und dann zwei Stunden später war ich wieder dagegen, dass ich noch nie mehr zu meinem Wort stehe. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir haben jetzt Ende September. Lass uns doch mal im Januar nochmal miteinander telefonieren. Ja. Und dann erzählst du mir mal, wie das in der Therapie ist und welche Fortschritte oder hoffentlich Fortschritte du machst oder ob es irgendwie hakt. Wenn es hakt, überlegen wir gemeinsam, wie man, was man noch tun könnte. Jetzt würde ich dir sagen, lass es erstmal so weiterlaufen und geh da fleißig hin. Ja? Ja, okay. Lieber Frank, alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Meine Lieben, morgen ist Donnerstag, die Nacht von Donnerstag auf Freitag und da haben wir bekanntlich immer eine Themennacht und morgen heißt unser Thema, diesen Geruch kann ich nicht vergessen. Ich möchte gerne mit euch über extreme Gerüche reden und natürlich auch über Vorkommnisse, die mit diesen Gerüchen zusammenhängen. Das können ja sehr schöne Gerüche sein, die ihr nicht mehr vergessen könnt, es können aber auch sehr schlimme Gerüche sein und die euch an bestimmte Vorkommnisse erinnern. Also, Gerüche ist unser Thema morgen. Diesen Geruch kann ich nicht vergessen. Wenn ihr euch heute schon anmelden möchtet, dann bitte über domian@wdr.de oder morgen eine Stunde vor der Sendung anrufen. Kerstin, 40 Jahre alt. Hallo Kerstin. Hallo Domian. Guten Morgen. Mein Thema im Groben und Ganzen, ich sag's mal, Liebeskummer. Ja, und zwar, ich war vor 3 Jahren in der Kur und dort habe ich wirklich einen Mann kennengelernt, das hat mich wie ein Blitzschlag getroffen. Und ich muss auch dazu sagen, dieser Mann hat mich zu einem Zeitpunkt getroffen, wo ich sehr wenig Selbstbewusstsein hatte und er hat mir alles zurückgegeben und ich muss auch sagen, auch auf sexueller Basis, ich habe es noch nie so erlebt wie mit ihm. Warst du denn damals, als du ihn kennengelernt hast, warst du da Single? Nein. Nein.
Und er auch nicht, er ist verheiratet, das ist er auch immer noch. Bist du auch immer noch verheiratet? Hast du auch eine Beziehung? Ich bin auch immer noch in einer Beziehung. In einer Beziehung. Und hast aber jetzt so viele Jahre, seit 3 Jahren mit diesem anderen Mann was laufen? Nein, ich hatte nur in der Kur was laufen. Mhm. Und wir telefonieren seit 3 Jahren. Und das war am Anfang ziemlich Larifari, sag ich mal. Aha. Und so das letzte halbe Jahr sind diese Gespräche sehr, sehr intensiv geworden. Moment mal, das heißt, dass ihr euch seit der Kur nicht mehr gesehen habt? Nein. Ach, nein, ihr telefoniert nur? Wir telefonieren nur, ja. Und unterhaltet euch über Gott und die Welt? Gott aber auch, und die Welt, und das konnte ich vom ersten Tag an mit ihm. Aber auch über sehr ernste Sachen und persönliche Dinge? Sehr ernste Sachen, sehr persönliche Dinge, sehr private Dinge. Das heißt, du kannst dich mit dem Mann gut austauschen? Sehr gut. Ja. Sehr gut. Mhm. Und es ist wirklich so, dass wir über, ich sage wirklich, über alles reden können. Und da ist eine, ich sage es jetzt mal, eine unheimlich tiefe Freundschaft entstanden. Kannst du mit ihm besser über die Dinge des Lebens sprechen als mit deinem Partner? Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt? Nicht unbedingt, aber es ist anders. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen... Was ist anders? Ich habe eine Partnerin. Ach, du hast eine Partnerin? Ja. Ach, du hast eine Partnerin? Ja. Und hast aber jetzt ein platonisches Verhältnis, nennen wir es mal so, mit einem Mann? Ja, in der Kur war schon was, ne? Also das in der Kur war schon was, ist mir klar, ja. Ja. Mhm. Und im Moment, also und es ist also auch bei den Telefonaten, es ist mittlerweile, sag ich mal, auch zu Telefonsex übergegangen. Bist du denn, ja offensichtlich, bist du eine bisexuelle Frau? Ja, aber ich tendiere schon mehr zu Männern, würde ich schon sagen. Ja. Und deine Partnerin, mit der du jetzt zusammen bist, wie lange bist du mit der? Offensichtlich schon 10 lange. 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. 10 Jahre. Ja. Ist sie eine rein lesbisch orientierte Frau? Ja. Ja. Und in all diesen Jahren vorher, bevor die Kur war und so weiter, warst du ihr ganz treu? Ja, absolut. Mhm. Und ist auch sie jetzt die ganze Zeit. Auch außer jetzt die ganze Zeit. Verstehe. Ich habe das Gefühl, ich betrüge sie durch die Telefonate natürlich. Mhm. War sie oder ist sie deine erste Frau? Ja. Sonst noch keine Erfahrung mit Frauen gemacht? Nein. Mhm. Ja, wie ist das sexuell mit ihr? Läuft da noch was? Nein. Gar nichts mehr? Nein. Mhm. Und es ist eigentlich auch mehr für mich eine unheimliche auch Verbundenheit, Freundschaft, ja eben ein Stück weit natürlich auch Liebe, die ich auch nicht hergeben möchte. Mhm. Und ich weiß aber, ich sag's jetzt mal so, ich liebe sie, ich liebe aber auch diesen Mann. Mhm. Und gerade auch durch die letzten Telefonate haben wir gemerkt, dass wir uns unbedingt wiedersehen wollen. Weiß er von deiner Lebenssituation? Er weiß, dass ich eine Beziehung habe, aber ich habe ihm nie gesagt, dass es eine Frau ist. Ja. Ich glaube, das würde er auch nicht verstehen, glaube ich. Ja, ist auch erstmal jetzt wurscht. Eben, genau. Ja. Also das weiß er schon. Und wie gesagt, er ist auch noch verheiratet, hat auch 2 Kinder. Ist die Tendenz bei ihm so, dass du dir vorstellen könntest, er würde sich auch vielleicht von seiner Partnerin trennen für dich? Ich sag's mal vom Bauchgefühl her. Von seiner Frau... Vielleicht. Mhm. Eher ja als nein. Mhm. Von seinen Kindern nicht. Das soll er ja auch nicht. Nein, aber ich sag mal, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das, ich sag's mal, durch die Blume weiß ich, dass dieser Mann mich auch liebt. Mhm. Aber er sagt es mir noch nicht direkt. Wenn ich dich jetzt direkt frage und sage, liebst du diesen Mann? Ja. Ohne zu fragen, ohne zu zögern, ja, sagst du. Und das seit 3 Jahren, wie gesagt, ne? Durch nur das Telefon. Das ist ja schon sehr kurios, muss ich sagen. Sehr kurios. Ja. Das heißt, das beweist ja auch, dass da wirklich eine tiefe Bindung ist. Ganz tief, ganz tiefe. Das hat er mir auch gesagt, eine ganz, ganz tiefe Freundschaft, die er nie im Leben aufgeben wird. Wie oft telefoniert er miteinander? Es war am Anfang sehr, sehr mager, muss ich sagen. Und ich sag mal jetzt, so gerade seit dem letzten halben Jahr sind es wirklich so, ja, hat es sich gesteigert auf, ich sag's mal so, einmal die Woche oder alle 14 Tage. Und wie gesagt, auch von der Intensität, der Länge der Gespräche und der Inhalte der Gespräche ganz anders. Wie lange dauern die Gespräche so? Ich sag's mal, das kann nur 5 Minuten sein, aus Zeitgründen. Mhm. Es kann aber auch 1 bis 2 Stunden sein. Mhm. Lebst du mit deiner Freundin in einer Wohnung? Nein. Nein. Aber sie ist sehr oft bei mir. Mhm. Also das heißt, das kannst du ja schon irgendwie regeln mit dem Telefonieren, das ist dann nicht so... Das können wir gut. Er muss es ja auch regeln können, dadurch, dass er zu Hause Frau und Kinder hat. Ne? Bist du mit deiner Freundin noch zärtlich, wenn auch nicht im sexuellen Sinn? Das ja. Das ja. Mhm. Ja. Also ihr streichelt euch, ihr schlaft auch im Bett zusammen. Wir schlafen in einem Bett zusammen, ja. Mhm. Mhm. Aber die Leidenschaft ist verraucht. Die gibt es nicht mehr. Die ist bei dem Mann. Die ist bei dem Mann. Ja. Und
jetzt ist mein Problem ist jetzt wirklich, weil ich merke auch die Tendenz ist, dass wir uns mal wiedersehen. Weil wie gesagt, es ist auch eine Entfernung zwischen uns von fast 500 Kilometern. Und die Tendenz ist wirklich, dass wir beide auch durch diese Telefonate in der letzten Zeit gemerkt haben, dass wir uns sehen wollen. Und ich habe ihm vor kurzem einen Brief vorgelesen, den ich eigentlich nur für mein Seelengefühl geschrieben habe. Und den habe ich ihm aber doch vorgelesen. Und da habe ich wirklich das Innerste nach außen gekehrt. Ja. Und ich habe auch gemerkt, dass dieser Brief ihn berührt hat, sehr berührt hat. Und ich habe auch gemerkt, weil ich habe mal schon mal so vor einem Jahr ein Treffen angesprochen, da reagierte er nicht so wirklich drauf. So in der Richtung, wäre schön, aber. Aber jetzt will er. Aber jetzt will er, das merke ich. Und weißt du, was ich für ein Gefühl habe, wenn ich unterbrechen darf? Ich habe so ein Gefühl, dass da war etwas ganz Intensives vor ein paar Jahren, vor 4 Jahren. Ja. Dann hat man das so ein bisschen runtergefahren. Ja. Aber jetzt ist da wie so ein Flächenbrand entsteht da. Ich kann das im Moment nicht beschreiben. Ich bin auch so durcheinander. Und da kommt so richtig was jetzt in Fahrt. Ich bin auch richtig durcheinander dadurch. Eigentlich ist es ja was Schönes. Natürlich sehr. Es ist was Wunderschönes sogar, wenn man sich so intensiv mit einem Menschen versteht und über so einen langen Zeitraum dann sich auch wiederum nur so angenähert hat per Telefon. Ja. Andererseits ist natürlich das mit deiner Freundin da. Natürlich. Du sagtest gerade, ich will diese Freundschaft, oder auch die Liebesfreundschaft, die du zu deiner Freundin empfindest, die möchte ich nicht missen. Nein, es hört sich jetzt vielleicht auch komisch an. Und manche verstehen es vielleicht auch nicht. Ich liebe beide. Ja gut, das sagen natürlich immer alle Leute, die sich in einen... das ist natürlich klar, aber es ist die Frage, wie man das in der Realität umsetzen kann. Ja. Ich sage jetzt mal einfach mal so, das Modell, was auf der Hand liegt. Wäre es denkbar, dass du mit deiner Freundin offen sprichst, dass du sagst, es liegt mir ungeheuer viel an dir, lass uns die besten Freundinnen bleiben, überhaupt, aber wir geben uns etwas freien Raum. Das ist nicht machbar. Sobald sie das erfahren würde, wäre es aus und vorbei. Da bist du sicher, so schätzt du sie ein. Da bin ich mir tausendprozentig sicher. Weil, dann steckst du in einem Dilemma jetzt. Ja, ganz gewaltig, weil ich weiß... ich weiß, dass es aussehen würde und ich weiß auch, wenn dieses Treffen kommen sollte, was ich annehme, dass es kommt, dann muss ich es ihr vorher sagen, weil das bin ich auch schuldig. Finde ich auch. Finde ich ihr auch schuldig. Ich habe eh das Gefühl, so wie du erzählst und wie du das so rüberbringst, dass du dich mit dem Mann treffen wirst. Davon gehe ich ganz stark aus. So, und dann wirst du, wie du es gerade gesagt hast, du wirst es ihr sowieso vorher sagen und dann brechen alle alten Strukturen auseinander. Dann werden die Karten ganz neu gemischt. Ja. Du sagst zwar jetzt so im ersten Moment, die will mit mir dann gar nichts zu tun haben. Aber wer weiß. Vielleicht kenne ich sie gut genug. Ja gut, manchmal täuscht man sich in den Menschen, die man meint, sehr gut zu kennen. Ja, und wie gesagt, meine Angst ist ja auch noch, ob er sich trennen würde überhaupt. Weil da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ne? Aber du kannst natürlich jetzt nicht mit Netz und doppeltem Boden anklären. Nein, um Gottes Willen, das kann ich nicht. Das finde ich jetzt erstmal keine relevante Frage. Würde der sich trennen, soll ich das dann meiner Freundin sagen und so weiter? Entscheidend ist, was du empfindest. Ja. Und entscheidend ist, ob du dich mit dem Mann treffen möchtest und enger Kontakt haben möchtest. Das will ich definitiv. So, und dann musst du es auch tun. Und dann musst du, das finde ich, das bist du deiner Freundin und der 10-jährigen Beziehung auch schuldig, dann musst du sie einweihen. Ja. Und musst auch alles ertragen an Traurigkeit und Auseinandersetzungen, die dann auf euch zukommen. Aber anders geht es nicht. Es geht nicht anders. Ja. Es ist auf der einen Seite eine große Freude und eine große Spannung bei dir, eine positive Spannung, auf der anderen Seite Angst. Ne? Angst natürlich auch, dass dieses Treffen nicht das ist, was ich glaube, was ich aber nicht annehme. Das vielleicht, ja, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich definitiv nicht. Das glaube ich auch nicht. Kerstin, also ich meine, im Prinzip hast du den Weg ja selbst aufgezeichnet. Du hast ja selbst gesagt, ich muss es ihr vorher sagen, ich werde es ihr vorher sagen. Und ich will mich mit dem treffen. Und ich würde dir auch raten, triff dich mit dem Mann. So begeistert, wie du wirkst. Du wirkst ja ganz angetan von allem. Ich kann das auch nicht beschreiben. Ich habe wirklich so das Gefühl, dass wir wirklich, weiß ich nicht, wirklich auch so eine Art Seelenverwandtschaft haben. Ich kann das nicht beschreiben. Ich habe ihn auch gesehen und ich habe nie geglaubt, dass es das gibt. Liebe auf den ersten Blick, das war es aber. Und wir haben also auch von der ersten Sekunde war da nie irgendeine Hemmschwelle in keiner Beziehung. Also Kerstin, für das, was jetzt kommt, wünsche ich dir alles Gute. Ja, danke. Viel Kraft. Ja. Und vor allen Dingen einfach nur Glück wünsche ich dir. Das hoffe ich, dass das so sein wird. Ich wünsche es dir. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, am Samstag sind die Helden bei mir.
Freue ich mich sehr. Große Ehre für mich, dass Sie zu mir kommen. Wir sind Helden, sind meine Promi-Gäste. Jetzt kommenden Samstag um 23.45 Uhr im WDR Fernsehen. Und wenn ihr gerne mitmachen wollt, wenn ihr euch live während der Sendung, in der Sendung mit den Helden unterhalten wollt, dann meldet euch am besten schon während der Woche an. Heute zum Beispiel unter domian@wdr.de. Schreibt eure Frage drauf und eure Telefonnummer. Und wir rufen euch dann gegebenenfalls während der Sendung zurück. Und dann könnt ihr mit den Helden, drei von den Helden kommen. Judith natürlich auch. Und dann könnt ihr mit den Jungs und mit dem Mädel reden und plaudern. Also die Helden. Wir sind Helden. 23.45 Uhr am Samstag. Wer ist jetzt hier? Hier ist der Martin. Martin, ja. Ja, hallo Martin, 27. 27, genau. Grüße dich. Ich war bis vor circa 5 Monaten eine halbe Jungfrau. Noch eine Jungfrau? Eine halbe Jungfrau. Ich hatte mit 22 das erste Mal Sex und es kam nicht zum Ende, sagen wir es mal so. Ja. Ich habe davor eine sehr traurige Vorgeschichte gehabt. Das habe ich aber erst nach dem Sex rausgefunden, vor 4,5 Jahren. Gut, das ist, gehört zur Familiengeschichte, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Moment, jetzt habe ich das nicht verstanden. Also, wann genau war dieser erste abgebrochene Sex? Das war, wann war das? 2000, das war zum Männertag 2000, genau. Das heißt vor 5 Jahren. Ja, genau. Und danach. Erste 22. Und danach kam die traurige Geschichte, beziehungsweise war die schon immer da. Aber das hat jetzt miteinander nichts zu tun? Doch. Schon. Was ist das für eine traurige Geschichte? Ich hatte einen Selbstmordversuch vor 4,5 Jahren. Mhm. Meine Familie, das zieht sich durch von meiner Familie quasi. Ich habe das mitbekommen von meinem Opa, der hat es meiner Mutter gegeben. Mhm. Und meine Mutter hat es dann mir gegeben. Und das bringt mich zu dieser Sexgeschichte. Da ich nie Selbstvertrauen hatte, hatte ich, bis ich 22 Jahre alt war, nie Sex und so weiter. Mhm. So, dann kam der Selbstmordversuch danach, ja. Und ja, dann war die Aufbauarbeit. Ja. So, jetzt hast du gerade gesagt, vor 5 Monaten. Ja, warte, vor 4,5 Jahren, ja, war der Selbstmordversuch. Ich kam dann nach 4 Monaten aus dem Krankenhaus raus, mhm, und musste erstmal positives Denken lernen. Mhm. Da war der 11. September und so weiter. Es war ziemlich schwierig, das Ganze. Und dann habe ich das auch wirklich gelernt, positiv zu denken. Mhm. 4 Jahre lang, mhm, oder bis vor 5 Monaten halt. Und vor 5 Monaten ist es nun passiert? Ja, im Grunde schon. Also mit wem? Mit wem? Ja, mit einer Prostituierten. Welcher Prostituierten? Das heißt, du bist ganz offensichtlich. Ich weiß es nicht. Also wie? Bist du in einen Club gegangen? Ja, ich bin in einen Club gegangen. Also dann warst du eine Prostituierte. Es nennt sich Club, also Cabaret, also ja. Sex für Geld. Okay, also es war eine Prostituierte. Genau. Ja. Hast du mit dir Sex gehabt? Richtigen Sex gehabt? Richtigen Sex. Zum ersten Mal in deinem Leben mit 27 Jahren? Naja, wie gesagt. Mehr oder weniger, ja, ist klar. Mehr, mhm, oder weniger. Ja. Und sie, mhm, sagte mir danach, sie sucht einen Mann. Und ja, ich weiß nicht, ob ich da blauäugig reagiere, aber natürlich bin ich wieder zu ihr hin. Mhm. Und ich habe in den 5 Monaten mindestens 5.000 bis 6.000 Euro mittlerweile da gelassen. Also die hat gesagt, sie sucht einen Mann? Ja, sie sagt, sie hatten natürlich auch sehr, sehr glaubhaft ihr Leben geschildert. Also ich glaube daran. Ich würde doch nicht jetzt, also nach der Geschichte, die ich durchgemacht habe, nicht blind irgendjemandem vertrauen. Verstehst du? Und ich habe mir alles von ihr angehört und auch die Gefühle und auch die Berührung und was, wenn ich jetzt nicht da war, nur wegen Sex. Ich bin ja nicht nur wegen Sex hin. Jetzt lass ich mich mal nochmal fragen, damit ich das richtig verstehe. Sie arbeitet in einer größeren Lokalität. Ja, genau. Ja, ist da fest angestellt, ist immer da und arbeitet den ganzen, quasi jeden Tag als Prostituierte. Eben nicht. Also ich habe mir das mal erklären lassen. In einem Kabarett läuft das anders. Es gibt dann noch Puff und dann gibt es noch Straßenstrich oder was weiß ich nicht noch, ja, alles. Und Kabarett scheint nur für Tänzerinnen und Animierer. Also ich bin gerade sehr aufgeregt, ich, ja, zitter am ganzen Körper, ehrlich, ja, gesagt. Ich habe das noch nie jemandem erzählt. Und ja.
Na gut, aber ich kann mir schon so ungefähr vorstellen, was da abgeht und wie die Mädels da arbeiten. Ja. Würdest du denn jetzt sagen, dass du in die verliebt bist? Ja, aber tierisch. Aber tierisch. Aber du zahlst jedes Mal, wenn du zu dir gehst. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Was sagt sie denn, was für Gefühle sie dir gegenüber hat? Sie freut sich jedes Mal, mich zu sehen. Und wenn ich nur mal hingehe, dann kostet das 50 Euro, mit ihr zu reden, eine Viertelstunde lang. Nur zu reden? Ja, ja. Da ist sie sehr enttäuscht, dass es nur eine Viertelstunde ist, dass sie mich gesehen hat. Habt ihr euch dann auch schon mal in einem privaten Rahmen getroffen? Geht ja nicht. Sie ist ja vertraglich gebunden. Und wenn sie vertraglich gebunden ist... Na gut, die ist ja keine Sklavin. Die hat ja auch Freizeit. Ja, aber da wird sie rausgeschmissen und muss den gesamten Vertrag, was sie dort verdient hat, muss sie zurückzahlen. Weißt du, was ich glaube, Martin? Dass du da aber nach Strich und Faden verarscht wirst. Nach Strich und Faden. Ja, ja. Ja, wenn du jedes Mal Kohle hinlegen musst und wenn es keine Möglichkeit gibt, euch mal privat zu treffen. Ja, sie sagt ja, ihr Vertrag endet Oktober. Ja, bis dahin hat sie noch ein bisschen was abgezogen von dir. Bis Ende Oktober, da kommt ja noch einiges zusammen. Dann könnte man ja mal abwarten. Gehst du einfach bis Ende Oktober nicht mehr hin und was dann Ende Oktober geschieht. Du hast gerade gesagt, du hast schon 6.000 Euro da gelassen. Mindestens. Das ist ja wohl krass. Weiß sie, hast du ihr gesagt, verliebt bist? Das, natürlich. Ja. Also das heißt, sie weiß genau, sie hat dich in der Hand. Naja, aber sie hatten auch schon ein Gespräch. Sie wollte ihren Job kündigen. Sie wollte zu ihrem Chef rausgehen und sagen, ich gehe jetzt. Okay, wollen ist alles, tun ist das andere. Ja. Aber sie hat zu dir noch nie gesagt, ich bin auch in dich verliebt. Direkt hat sie es nicht gesagt. Ja. Aber ich bin doch nicht so blöd. Ich bin doch nicht so blöd. Na, oder beziehungsweise ansonsten würde ich ja nicht anrufen. Ich brauche mal eine objektive zweite Meinung. Martin, alle Leute, meine Person eingeschlossen, sind blöd, wenn sie verliebt sind. Dann sieht man ganz viele Sachen nicht, die man eigentlich sehen müsste. Dann hat man eine rosa Brille auf oder Tomaten auf den Augen. Ja, und in diesem Fall ist das bei dir auch ein besonderer Fall durch deine Vergangenheit und dass du erst jetzt richtigen Sex mal hattest, dass du dich dann gleich in sie verliebt hast. Ich sage dir, wie du mir das jetzt geschildert hast, ohne jetzt noch weitere Einzelheiten zu kennen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich glaube, du wirst verarscht, du wirst abgezockt. Und die Frau empfindet überhaupt nichts für dich, sondern die will einfach nur deine Kohle haben. Das glaube ich. Ist jetzt nicht die Antwort, die ich hören wollte. Glaube ich. So, wenn du deine Frau, wenn wir ihr eine Chance geben, dann kannst du ihr das nächste Mal sagen, pass auf, wenn du was für mich empfindest. Das habe ich eigentlich auch vor. Genau. Dann sehen, ich komme jetzt bis Ende Oktober nicht mehr. Ende Oktober bist du angeblich gekündigt. Und dann treffen wir beide uns privat in dem Café und unterhalten uns. Und dann gucken wir. So hatte ich das eigentlich auch vor. Ja, dann mach es. Und dann wirst du sehen, wo du ran bist. Dann wirst du es sehen. Mann. Dann wirst du es sehen. 6.000 Euro! Weißt Hammer! Weißt du, wohin mich das getrieben hat? Nee. In die Privatinsolvenz. Was machst denn du vom Beruf? Tischler. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass, Martin. Hm. Das ist wirklich, da musst du aber auch sowas von schnell die Notbremse ziehen. Schneller geht's gar nicht mehr. Soll es gar nicht mehr gehen. Ich kann ehrlich nur hoffen, dass jetzt gerade niemand zuhört, der ungefähr weiß, wer ich bin. Ja. Also ich wollte es nie mit jemandem besprechen, also unter vier Augen. Ich hätte es ja auch mit meiner Psychiaterin machen können, ne? Hast du? Du hast eine Naja, natürlich. Ja. Ich bin doch schwerbehindert, also ich muss doch eine Psychiaterin haben, ist ja logisch. Aber nicht mal der habe ich mich geöffnet. Warum nicht, Mensch? Warum nicht? Warum nicht? Vielleicht fehlt das Vertrauen. Mann. Also das ist eine Ärztin. Ja. Also, wie auch immer, ich kann dir nur versichern, dass ich dir meine Meinung so sage, wie ich glaube, dass sie richtig ist. Und was anderes kann ich dir nicht zu dem Fall sagen, wie das, was ich gerade schon formuliert habe. Ich meine, das ist jetzt alles blöd gelaufen, wahrscheinlich. Blöd gelaufen? Aber meine Existenz hängt daran.
Ja gut, das ist, nee, stimmt, da hast du recht, wenn die private Insolvenz, da hast du recht, das ist Drama, ist das, Drama. Drama. Eben. Ich meine, das wäre vielleicht sogar sowieso passiert, weil ich mit Geld absolut nicht umgehen kann, aber das ist eine andere Frage. Hätte ich sie nicht kennengelernt, wäre es vielleicht nicht so schnell passiert. Ja, wahrscheinlich wird das so sein. Kann ich das nicht beurteilen? Ja, das kannst du, geht auch nicht, aber... Ich müsste mich mal mit jemandem, Das ist jetzt unbefriedigend insofern für dich, weil du gerne jetzt was Positives gehört hättest. Aber das kann ich, das wäre sehr, sehr unredlich von mir, wenn ich dir da irgendwie zureden würde. Ich bin verpflichtet zu dir, das sozusagen, wie ich das empfinde, weil ich glaube, dass das stimmt. Ja, weil ich habe mir deine Sendung so oft angeguckt und dann hast du für manche Leute so viel gute Worte übrig und dann rufe ich an mit meinem Problem und dann sagst du mir, alles vorbei. Martin, ich will dir damit nicht schaden, im Gegenteil, nee, ich will dir damit nicht helfen. Aber in mir zerbricht gerade was und das ist nicht gerade erfreulich. Aber tierisch was. Du musst dir vorstellen, ich bin 27, zum ersten Mal richtig verliebt. Ja, glaube ich. Umso größer ist natürlich dann die Enttäuschung beim Nachdenken, dass da irgendwie was falsch gelaufen ist. Pass mal auf, du bist ziemlich aufgewühlt gerade. Ich bin total im Arsch gerade. Merke ich. Ich biete dir an, dass du jetzt mit meinem Psychologen noch eine Weile reden kannst. Wär das möglich? Ja, das ist absolut möglich. Das ist der Peter. Du legst bitte auf und der Peter ruft dich an. Okay. Kannst du alles weiter auch noch mit ihm besprechen, ja? Wäre nett. Alles Gute. Okay. Mein Lieber, tschüss. Morgen heißt unser Thema, diesen Geruch kann ich nicht vergessen. Ich möchte gerne mit euch über Gerüche reden, die euch sehr beeindruckt haben, die sehr in Erinnerung geblieben sind. Positive Gerüche, negative Gerüche, sehr schöne Gerüche, grauenhafte Gerüche, die euch an Situationen, an Ereignisse, vielleicht an Menschen erinnern. Wie auch immer. Also das ist unser Thema morgen, Gerüche. Diesen Geruch kann ich nicht vergessen. Martin ist hier, noch ein Martin, und der ist 40. Hallo Martin. Ja, guten Abend, Jürgen. Ja, guten Abend. Erstmal Kompliment für deine Sendung. Ich bin, glaube ich, Berlins größter Fan von dir. Ach, Berlin, wie schön. Ja, Berlin grüßt. Ja, ich liebe ja Berlin. Wunderbar. Ja, bei mir ist folgendes Thema. Ich habe vor einem Jahr circa erfahren, dass ich besondere Fähigkeiten habe. Ach, ja. Nämlich? Ja, es kam also eine Frau auf mich drauf zu, im lockeren Gespräch. Ich kannte sie damals so vom Sehen her. Wir waren Hundebekanntschaften, nicht mehr und nicht weniger. Und diese Dame ist dann auf mich drauf zugekommen und hat gesagt, ich muss dir mal Sachen über dich sagen. Die Zeit ist jetzt reif und du hast besondere Fähigkeiten. Du bist hellsichtig, du kannst Geist heilen. Du beherrschst die weiße und die schwarze Magie. Ach, das hat die Frau zu dir gesagt? Das hat eine, in Anführungsstrichen, eine wildfremde Frau, für mich ja damals noch. Weil die es irgendwie gewittert hat bei dir? Nein, die ist, wir kannten uns von Hunden. Also wir hatten jeder einen Hund, sie hat immer noch einen Hund. Und für diesen Hund habe ich damals mal Medikamente hinterlegt. Und ich habe diese Dame auf der Straße wieder getroffen, eines Tages vor einem Jahr. Und habe einfach nur mal so über die Straße rübergerufen, wie es denn ihrem Hund geht, ob alles in Ordnung ist, ob er noch die Medikamente nimmt. Und daraufhin rief sie mir dann zurück, ja, ist alles schön und alles wunderbar, dann hätte ich eigentlich weitergehen können meines Weges. Und warum auch immer, ich bin dann zu ihr über die Straße rübergegangen und habe mich weiter mit ihr unterhalten über die Hunde. Und wir sind dann wieder den Weg komplett wieder zurückgegangen. Also waren ungefähr so circa 40, 50 Meter bis zur Bushaltestelle. Und wie wir dann gegenüber der Bushaltestelle angekommen sind, sagte sie, die Zeit ist jetzt reif, ich werde dir jetzt Sachen über dich sagen, die du bisher noch nicht wusstest. Sagte mir Sachen über meine Kindheit, die sagte mir, meine Beziehung ist damals mal auseinandergegangen. Die Frau, wir halten es nochmal fest, kannte dich vorher nicht. Nein, die kannte mich überhaupt nicht. Und dann sagt die zu dir, die Zeit ist reif, dass ich Ihnen etwas sagen muss. Richtig, genau. Sie duzte mich auch gleich. Unglaublich. Und die Sachen, die sie gesagt hat aus deiner Vergangenheit und Kindheit, stimmten alle. Ja, die stimmten alle. Das haut einen doch komplett um, sowas. Ja, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Wie? Und dann hat sie auch noch gesagt, dass du übernatürliche Fähigkeiten hast. Richtig, genau. Dass ich besondere Fähigkeiten habe. Ich bin also hellsichtig, ich kann Geist heilen und ich beherrsche die weiße und die schwarze Magie. Und stimmt das? Ich habe es jetzt in dem Jahr über, habe ich so einige Sachen schon ausprobiert und es sind wirklich Sachen, also ich könnte, glaube ich, ein Buch schreiben, was mir schon passiert ist. Hellsehen ist ja, entweder man sieht es oder man sieht es nicht. Hellsichtig, auf was Krankheiten angeht. Das wird nachher bei mir so weit sein, dass das dritte Auge hellsichtig ist. Das heißt, wenn du jetzt zu mir kommen würdest und würdest sagen, ich habe Schmerzen in meinem Knie als Beispiel, dann wäre ich nachher, wenn ich jetzt soweit fertig bin, ich bin ja jetzt anscheinend noch nicht fertig, ich gehe ja noch in so einem Lernprozess
noch. Mhm. Aber dann habe ich nachher die Fähigkeiten, dass ich meine Augen schließe und dann genau deinen Körper abgehe und dann, sagen wir mal, sehe, dass unten im Knie als Beispiel, da ist ein dunkler Fleck oder sonst dergleichen und dann kann ich den analysieren und kann versuchen, dir Kraft meiner Gedanken dieses Weh oder dieses Aua wieder zu nehmen. Gab es denn schon Fälle, wo du gab es schon. Gab es schon. Das ist so faszinierend. Gab es wirklich. Da kannst du schon hell sehen, was ich fragen will. Sag mal einfach. Es war zum Beispiel einer bei mir im Haus wohnt, der ist circa 65, 70, der lief immer wie ein Wiesel, wunderbar und war alles schön und eines Tages kommt er mir entgegen und humpelt und sagt, er muss ins Krankenhaus und hatte also ein tierisches Problem mit seinem Knie. So, daraufhin bin ich zu meiner, ich nenne sie mal meine Meisterin hingegangen und habe ihr davon erzählt, ich sage, ich würde dem so gerne helfen, wenn ich doch Fähigkeiten habe, was kann ich dann machen? Daraufhin hatte sie dann ihre Augen geschlossen und hatte gesehen, dass der vor circa 60 Jahren meine Schussverletzung hatte am Bein. Und darauf sollte ich ihn ansprechen, wenn die Schulmedizin ihm also nicht weiterhelfen kann. Und stopp! Konnte ihm. Stopp! Ja. Das ist ja wieder verrückt. Du gehst zu dieser Frau in ihre Wohnung und erzählst von diesem deinem Nachbarn. Mann, dem ich helfen möchte, nachdem ich ja wusste, dass ich diese Fähigkeit habe. Und dann macht sie kannte diesen Mann auch nicht. Nein, sie kannte den überhaupt nicht. So, dann macht die Augen zu und sagt, der Mann hatte vor 60 Jahren eine Schussverletzung. Richtig, genau. Und spreche ihn daraufhin mal an. Hast du das gemacht? Ja, das habe ich gerade gemacht. Hat er die Schussverletzung gehabt? Ja, der hat die Schussverletzung gehabt. Das ist faszinierend. Unfassbar. Und der hat mich auch angeguckt, so nach der, wie gesagt, das kann ja wohl nicht sein, das kann ja nicht jetzt erst rauskommen, nach 60 Jahren, wo eine Schussverletzung, also dass ihm das jetzt wehtut und dass die Ärzte deswegen die Entzündung nicht finden. Oder kennt die Frau ihn vielleicht auch? Nein, auch nicht. Nein, 100 Milliarden prozentig. Und Domian, ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist, ich bin ein Mensch normalerweise, der alles hinterfragt, weißt du? Der erstmal 20 Beweise braucht, damit irgendwelche Sachen, damit ich die überhaupt glaube. Hast du denn diesem Mann helfen können? Ja, ich habe ihm helfen können und zwar erst ins Krankenhaus gekommen, dann haben sie ihn untersucht, die haben nichts gefunden. Und dann war er wieder zwischenzeitlich mal draußen und dann habe ich zu ihm gesagt, ich könnte versuchen, ich habe ihm ja davon erzählt, dass ich jetzt diese Fähigkeiten habe, dass ich die auch erst seit kurzem weiß und er müsste mich also dann drum bitten, ob ich ihm helfen will und so weiter. Und dann habe ich ihm von der Schussverletzung, daraufhin guckte der mich ganz mit großen Augen an, woher ich dann dieses mit der Schussverletzung wüsste. Und dann habe ich ihm auch von ihr erzählt und dann habe ich Kraft meiner Gedanken versucht. Ich muss mir das dann immer so vorstellen, weil ich sehe mit dem dritten Auge noch nicht richtig. Und ich stelle mir dann, sagen wir mal, eine Schussverletzung wie eine Entzündung vor, als wenn da so ein kleines Feuer im Bein. Also ich visualisiere mir einen Fuß, ein Bein und dann stelle ich mir vor, wie so ein kleines Feuer. Und dann komme ich mit so einem Eimer Wasser und lösche dieses. Und dann ist das Bein wieder in Ordnung und ich kann Fußball spielen als Beispiel. So sinnbildlich stelle ich mir die Sache vor. War es so einfach bei ihm? Und diese Kraft, ja. Und ein anderes Beispiel. Was ist denn mit dem Mann jetzt? Hast du dem helfen können? Ja, der läuft wieder wunderbar. Er war ja auch im Krankenhaus. Der war im Krankenhaus, aber die konnten ja nichts finden dabei. Nein. Und aufgrund deiner Visualisierung, wie du es gerade beschrieben hast. Richtig, genau. Meinst du, dass läuft ja heute wunderbar und ich spreche ihn ab und zu in meinem Fahrstuhl immer noch drauf an, wie geht's an ihrem Fuß und ihrem Bein? Wunderbar und er klagt über keine Schmerzen mehr. Jetzt machen wir mal einen Schnitt. Ja. Wenn man bis zu seinem 39. Lebensjahr normal gelebt hat. Richtig. Machst du für einen Beruf? Ich bin Fotograf. Fotograf. Ja. So, und dann kommt plötzlich so ein seltsames Ereignis. Deine Frau spricht einen an und sagt, was macht das mit dir? Das reißt dir, du kommst dir vor, und das sagte sie nachher auch, du musst dann voll aufpassen, dass du dir nicht selber schon vorkommst wie der liebe Gott. Weißt du, du hebst ja irgendwann ab, du kommst dir ja so vor. Zum Beispiel jetzt. Ist das schön, dass du diese Fähigkeiten hast? Ja, ich mache es gerne. Ich helfe gerne. Also ich war immer schon so, dass ich immer gerne geholfen habe. Wenn irgendwelche Leute irgendwelche Probleme hatten oder so, dann habe ich immer versucht zu helfen. Oder macht das. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch irgendwie so ein bisschen Angst vor sich selbst hat, weil man das nicht versteht, was da in einem los ist. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das überhaupt verstanden habe, dass ausgerechnet ich, weißt du, ein ganz normaler Mensch, der so eine Fähigkeiten dann haben soll. Ich sag dir nochmal ein anderes Beispiel. Ich verfolge deine Sendung seit Jahren und ich seppe gestern so einfach rum und sage mir immer auch, um eins kommt ja dann wieder Domian, da freue ich mich dann also schon und sehe dann unten in dem Videotext noch deine Telefonnummer. Und dachte ich, ach, ruf doch einfach mal an. Weißt du? Und ich komme, es tute zweimal, das geht einer ran und gestern hattest du eine Frau in deiner Sendung, die sagte, die probiert seit 10 Jahren durchzukommen. Und ich will einfach nur dich erreichen, sehe deine Nummer und sage mir, ich will da anrufen, bums, habe ich ihn. Und heute genauso, Domian. Also, ich habe heute nochmal. Nach den Aussagen dieser Frau, deiner Meisterin, bist du jetzt noch in einem Lernprozess? Ich bin noch in einem Lernprozess. Wie lange wird der dauern? Das wird ungefähr bis zum 54, also sie sagte so ungefähr bis zum 54. Lebensjahr. Ja. Und dann werde ich so fertig sein, dass es dann also so klappt, wie es jetzt bei ihr schon klappt. Also du machst also nur die Augen zu und dann sehe ich das alles. Bisher muss ich mir das alles immer nur vorstellen. Also, aber sie ist eine Vertreterin der weißen Magie.
Sie ist eine Vertreterin der weißen Magie, richtig? Sie ist eine gute Hexe, sagen wir mal so. Um Gutes zu tun und die übernatürlichen Kräfte, die sie hat, für die Menschen zum Guten einzusetzen. Richtig, genau. Finde ich sehr spannend. In der Regel bin ich auch mal sehr skeptisch, aber ich weiß, dass es sowas gibt. Ich weiß, dass es sowas gibt und finde das dann schon interessant. Sollen wir mal Folgendes machen, Martin? Ich würde gerne, dass wir, das heißt meine Redaktion und du, dass wir in Verbindung bleiben. Gerne, gerne. Und dass wir vielleicht mal so immer wieder mal miteinander telefonieren. Gerne. Vielleicht Anfang nächsten Jahres nochmal. Gerne. Damit du dann erzählst, wie das so weitergeht und was du so alles erlebt hast. Gerne, gerne. Fände ich sehr spannend. Ich könnte dir Geschichten erzählen, die darf man ja eigentlich im Fernsehen gar nicht erzählen. Was Kraft meiner Gedanken, Domian, was ich schaffe mit der Kraft der Gedanken, das kannst du dir nicht vorstellen. Wie? Schweinereien oder was? Nein, keine Schweinereien, nein, aber das kann ich an Gottes Willen jetzt alles nicht sagen, nein. Aber da, weißt du, da fragst du... Sag ein Beispiel. Nein, das könnte ich dir sagen, wenn du mich nachher nochmal anrufst, aber nicht über den Sender. Siehst du mich im Moment? Ich sehe dich im Fernsehen. Könntest du Kraft deiner Gedanken dieses Glas zerspringen lassen? Nein, um Gottes Willen, ich bin doch nicht Uri Geller. Nein, so darfst du dir das nicht vorstellen. Nein, aber als Beispiel nur mal jetzt. Ich habe gestern noch meiner Freundin gesagt, dass ich sofort, weil ich dich anrufen wollte, auch sofort durchgekommen bin. Dann haben wir uns noch amüsiert darüber, in Anführungsstrichen, dass die arme Dame 10 Jahre probiert und ich will einfach bei dir durchkommen und schon klappt das. So. Und heute spreche ich wieder mit ihr und da sage ich, weißt du was, ich werde da jetzt nochmal anrufen, mal sehen, weil die mich ja gestern nicht zurückgerufen haben. Ja. Und jetzt, sie war live am Telefon dran, ich habe 4-5 Mal probiert, war ich wieder da. Pass mal auf, jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn das so sich so weiterentwickelt, wie deine Meisterin das vorhersagt. Ja. Du bist jetzt, ich sag gerade, 40 Jahre alt, noch 14 Jahre lernen. Ja. Was bist du denn dann? Bist du dann ein männlicher... Ein Hexenmeister im positiven Sinne? Nein, ich würde mal sagen, weil meine Hauptkraft soll wohl im Geistheilen liegen. Und ich bin dann halt ein Geistheiler, der halt die weiße und die schwarze Magie halt auch beherrscht. Also da gibt es ganz, ganz, ganz illustre und große Persönlichkeiten. Ja, ich habe mal einen Geistheiler kennengelernt, der war... Professor für Kinderheilkunde. Ja. Das war also ein ausgebildeter klassischer Schulmediziner, der diese Fähigkeit, so wie du das gerade von dir beschrieben hast, auch erst später gelernt hat. Ja. Also in deinem Alter, also 40. Das Faszinierende ist ja, das sagen dir auch die Bücher, wenn die Menschen so sein sollen, wie zum Beispiel, wie es bei mir ist, da ist es wohl aus der Kindheit schon, ich wusste das bloß nicht, aber es kommen dann irgendwelche Menschen auf dich zu und die sagen dir dann davon. Mhm. Und so steht es auch in Büchern und so ist es auch wirklich passiert. Was sagt denn deine Freundin dazu? Ist die begeistert, oder? Du wirst lachen. Ach so, ja, das ist auch so eine Sache. Man trifft jetzt auch nur noch Menschen, die damit positiv, also die positives Denken daraufhin haben. Also die sagen, für sie sind mystische Sachen auch irgendwo, nicht irgendwelcher Humbug, sondern die auch daran glauben. Mhm. Und meine Freundin, die ich jetzt seit 5 Wochen habe, ist noch relativ frisch. Und aber die ist auch den Sachen sehr, sehr aufgeschlossen gegenüber. Und vielleicht hast du die ja auch durch deine Fähigkeit irgendwie geangelt. Nein, das nicht. Weiß man ja nicht. Nein, nein, das wird zu weit. Ich kann mir aber zum Beispiel, ich muss mir, das weiß ich nicht, Parkplatzsache, das ist immer das typische Beispiel, aber so eine Sachen klappen auch. Du fährst irgendwo hin und möchtest, sagen wir mal, da einen Parkplatz haben. Schwuppdiwupp, habe ich da einen Parkplatz. Oder ich wollte für meine Ex-Schwiegermutter, die wollte unbedingt mal in die Jörg Pilawa Show rein. Ja. So, und da haben Leute sich, weiß ich, wie lange vorher beworben und. Dann bin ich mit ihr ins Internet gegangen, das hat innerhalb von 4 Wochen geklappt und wir sind da zu dem Ausscheidungsverfahren hingegangen. Das sind alles so lustige Kleinigkeiten. Interessant und ernst wird es, wenn du wirklich die Fähigkeit besitzt, Menschen zu helfen. Ja. Dann ist das interessant. Ja. So, und da ist auch meine Hauptaufgabe drin. Ja. Und wir machen das so, wie gerade besprochen. Ja, gerne. Wir bleiben in Verbindung, wir haben deine Telefonnummer, meine Leute rufen dich nochmal an, dann kann man das ein bisschen vereinbaren. Ja. Und dann reden wir in ein paar Monaten nochmal und machen das mal immer wieder in so Intervall. Prima, gerne. Ja, sehr gerne. Gerne, Jürgen. Und ich bin, wie gesagt, ein riesengroßer Fan, Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Und ich kriege immer schon Plack, in Anführungsstrichen, so sagt ihr über euch, wenn du die Sommerpause hast, dann sage ich immer, wie kann ich jetzt ins Bett gehen, ich kann gar nicht schlafen, wenn der die Sommerpause hat. Um Gottes Willen. Gönnen Sie mir. Ja, ich gönne dir natürlich, um Gottes Willen. Ja, lieber Martin, schöne Grüße nach Berlin, schönen Gruß an deine... Und die rufen mich gleich nochmal an, ja? Ja, das machen wir gleich nochmal. Alles klar. Okay, tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute bei uns hier. In der Technik war Uwe Petersen. An dieser Stelle Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, diesen Geruch kann ich nicht vergessen. Diesen Geruch kann ich nicht vergessen. Ich möchte gerne mit euch über extreme Gerüche reden, positive, negative und welche Ereignisse
ihr damit verbindet. Ihr könnt mailen, jetzt schon unter domian@wdr.de oder morgen eine Stunde vorher anrufen. Um 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Oder dann um 1 während der Sendung. Und samstags sind meine Stargäste, Promi-Gäste, die Helden. Morgen 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.